Hallo, ich bin Vaughn und du bist beim Golfen mit Freude. Ich bin auf Loch 5 von Lüttitzburg. Das ist ein Par 3 und dieses Par 3 ist einer der schönsten und herausforderndsten Par 3s, die ich kenne in der Welt. Und es ist oft so, dass die Mitglieder hier vorliegen müssen, weil rechts Wasser ist, links Wasser ist, vorne Wasser ist. So, ja, und oft liegt der Ball hier. Und dann hat man so eine 20 bis 40 Meter Schlag ins Grün. Das ist ein 35 Meter Schlag jetzt für mich. Und ich werde jetzt mein 58 Grad Sandwich dafür verwenden. Ich denke, wir müssen diesen Schlag besprechen, wirklich einen Plan dafür haben, weil der kommt öfters vor in der Runde. Der erste Punkt: Du solltest einfach zu deinem Pitching Green gehen und herausfinden, wie weit der Ball fliegen wird, wenn zum Beispiel dein Arm parallel zum Boden ist. Und wenn du so weit ausholst mit einem lockeren Schwung, mit einem langsamen Schwung, wie weit fliegt der Ball? Und das dann mit dem Sandwich. Und dann hast du eine Entfernung für Sandwich. Nur ich weiß, dass wenn ich gefühlt kurz vor parallel bin, meistens dann bin ich genau parallel, aber mein Gefühl, und das ist entscheidend, kurz vor parallel bedeutet, das ist für mich 35 Meter. So, ich bin ziemlich sicher, dass dieser Ball die richtige Länge haben wird. Bisschen schlecht gebounced, aber die Länge ist ja einen halben Meter zu kurz. Okay, so das musst du einfach tun. Dann ein paar technische Dinge und Standdinge. Füße enge zusammen. So viele Golfer pitchen so und ja, was passiert? Die Hüfte sind dann nicht mehr im Spiel. Je enger, desto besser. Bitte schaue, dass du deinen Kopf über den Ball hast. Okay, so eine leichte Verlagerung nach rechts ist natürlich und notwendig, aber ich möchte, dass mein Schüler und dass du auch bitte guckst, dass dein Kopf im höchsten Punkt des Schwunges über den Ball ist. Weil höchstwahrscheinlich da, wo dein Kopf ist, da wirst du den Boden auch treffen. Und ich möchte den Boden in der Mitte treffen. So, Kopf über den Ball oben. Schau, dass das einfach so ist. Und von hier brauche ich nur zu senken und zu drehen. Und ich treffe dann auch den Boden gegenüber des Kopfes. Und bitte schau natürlich, dass er nicht nach hinten sich bewegt. Und das ist wichtig, dass beim Durchschwingen nicht das gemacht wird. Viele Golfer denken, das Gewicht muss nach links verlagert werden. Ja, aber sie tun es so. Nur das Gewicht ist links. Aber schau bitte, wo meine rechte Schulter ist. Sie ist viel zu tief. So, nachdem ich den Schwung langsam gestartet habe, sehr wichtiger Punkt, möchte ich meinen Körper drehen. Und schau bitte, wo meine Hände am Ende des Durchschwunges sind. Also nach dem Treffen, wo die sich hinbewegen. So wieder kurz vor parallel. Okay, meine Hände, wie du siehst, sind da. So, was bedeutet das? Nach dem Treffen des Balles habe ich mich nach links gedreht. Das ist so, so wichtig, weil dann treffe ich den Boden auch in der Mitte der Füße. Dann ist es möglich, Ball dann Boden zu treffen. Und wenn ich eng genug stehe, mit vielleicht einem offenen vorderen Fuß, dann ist es noch leichter. So, der nächste Punkt, ich habe es gerade erwähnt. Aber der Start des Schwunges muss langsam sein. Das wird so oft, das passiert so oft, ich sehe das bei meinen Schülern, dass jetzt zu schnell ist. Und wenn ich jetzt zu schnell ist, du weißt dann, was passiert. Die Hände und Arme bewegen sich nicht so locker runter, die gehen nach da. Und dann wird der Abschwung zu steil, dann haue ich in den Boden zu dolle, treffe den Ball mit der Hacke. So einen ruhigen Abschwung. Okay, und der letzte Punkt.
Das ist auch nicht richtig. Das ist ganz sicher nicht richtig. Aber nachdem ich den Abschwung gestartet habe, möchte ich wirklich spüren, wie ich mit meinen Hüften, meine Arme und Hände, ich sage release, wie ich alles durch den Ball frei lasse. So, die Endposition ist nicht so. Vielleicht hast du es so gelernt und das ist ganz gut, dass du es so gemacht hast, weil wenn die Hände hier so aussehen, dann bin ich im Treffmoment gut. Aber ich möchte auf gar keinen Fall fest hier am Ende des Pitches sein. Ich pitche hier. Wenn du chips, ist es anders. Da ist alles lang und das sollte alles lang sein. Aber beim Pitch möchte ich ein Spiegelbild des Rückschwunges sein. Da bin ich beim Ausholen, da bin ich beim Durchschwingen. So, bitte trainiere diese Schläge so viel wie möglich. Ich sage immer meinen Schülern hier in Lüttelsburg und auf YouTube, der Pitch ist ein normaler Golfschwung. Und wenn du irgendwas mit dem Driver ändern solltest oder mit den Eisen, das kannst du höchstwahrscheinlich beim Pitchen tun. Das ist einfach das beste Training und es macht auch sehr, sehr viel Spaß.